So, hallo, da sind wir wieder zurück hier auf Deponia, beziehungsweise auf Kubak, hier zurück beim Let's Play, Freunde, Deponia Doomsday. So, jetzt schauen wir gerade mal. Wir sind ja in der letzten Folge hier wieder gelandet, wir sind wieder angekommen. Und ich finde es interessant, dass die Menschenmenge uns nicht sieht oder uns irgendwie gekonnt ignoriert. Ich weiß nicht, was von beiden hier der Fall ist. Auf jeden Fall werden wir irgendwie links liegen gelassen, wobei ich da gar nicht mal unbedingt so dagegen bin. Das finde ich gar nicht mal so schlimm. Also, Sie sind abgelenkt. Sehr gut. Ja, es ist meistens nicht schlecht, ne? Vor allem, sie sind so komplett abgelenkt, dass wir gar nichts tun können. Das ist auch nicht schlecht. So, Goalie? Kannst du noch? Mehr denn je. Gut, ich denke da immer, glaube ich, was Falsches. So, da haben wir hier noch das brennende Kuwak. Ich glaube, das ist aber auch nicht sonderlich interessant. Wir gehen mal hier in die Richtung zu Bernards Hütte. Oh, der Elefant hat sich... Ach, Fufnex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umuks geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art Knüxpox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unser Umuks längst zurückgebracht. Klingt logisch, aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Lass das mal besser sein, Leute. Halt, stopp, jetzt rede ich. So sieht's nämlich aus. Das ist er! Das ist er! Hast du uns unser Umuks zurückgebracht? Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha. Also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja. Das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Ah, zumindest das heißt, da muss es so passieren. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten, nicht eingreifen. Und dann habt ihr es doch getan. Super. Ihr habt Zug gemacht. Als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet. Und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umuks gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es einmal geschehen das ist. Das bleibt alles es so, wie es ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umuks wieder zurückbringt. Nein, 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 nein. Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Müssen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Moxo Poxo? Was für ein Ding? Alles nur das nicht. Ja, das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Das heißt, wir werden versuchen, das irgendwie verhindern zu wollen. So, jetzt müssen wir aber mal schauen. Wir dürfen das ja dann benutzen, gell? Utopianer, so. Wir haben noch den Needlebot, der ist aktuell nicht wirklich Verstärkung. Das hatte McChronicle eingebaut, um den Zeitreset zu verlängern. Ich glaube, meine Rufus-Sinne beginnen sich zu regen. So, wenn wir das jetzt nehmen... Was tust du da? Keine Panik, ich weiß, was ich tue. Du bist Rufus, du weißt immer, was du tust. Dann gehen wir nochmal zum Needlebot, was ist da denn vielleicht noch? Haben da irgendwas Sinnvolles vielleicht? Bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwas bringt. Verdammte Kiste! Was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Cool, ein Drosselglied. Ah, und dann setzen wir das ein und dann ist der Zeitreset nicht allzu lange. Mitnehmen. Du sollst es mitnehmen. Du sollst es mitnehmen. Verdammte Kiste. Ich habe gedacht, dann nimmt es das Drosselglied mit und dann haben wir eben den Vorteil, dass wir sagen können, ja, Goal, genau, dass wir hier nämlich das Drosselglied einsetzen. Ein Fach für paramechanische Bauteile, Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so.
So, wir werfen das Gegenteil davon nehmen. Ach, wir haben das schon genommen. Okay, gut. Dann machen wir das einfach mal direkt so, ne? Der Vorteil ist, glaube ich, dann wird die Zeit vielleicht nur um ein paar Sekunden oder so zurückgesetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. Ja, wenn ich das meine, dann schon. Dann probieren wir hier gerade mal. So, fertig. Na endlich. Jetzt wird alles so bleiben wie... Wie es schon einmal geschehen ist. Genau, aufgepasst. Hui, jetzt schauen wir gerade mal. Ich bin da mal gespannt, wie lange wir jetzt in der... Ja, genau. Wo sind wir? Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. So, Schacht. Da oben kommen wir nicht mehr durch. Jetzt müssen wir anscheinend irgendwas anders machen. Wir müssen jetzt ja irgendwas anders machen. Wenn wir jetzt einfach da rausgehen, dann erreichen wir nicht unser Ziel. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Timepod. Den kriegen wir noch. Kriegen? Wie kriegen? Komm! Ich meine auch, was meine ich mit kriegen? Ah, dann fliegen wir mit dem Timepod weg. Okay. Welchen tieferen Sinn hat das jetzt? Und jetzt volle Kraft voraus. Ah, so nach dem Motto, den Bus kriegen wir noch. Okay, ich verstehe schon. Die Frage ist, wir existieren dann noch zweimal. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Ah, nee, wir sind gar nicht ganz mitgefahren, sondern bloß ein anderes Ende von... Und nun? Kuwak. Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Rufus, sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? Och, Chronicle. Der kann aber echt nicht Auto fahren. Schau mal, Goal. Es ist McChronicle. Wer ist Goal? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen. Naja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Timepod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Ja, das passiert und auch mal, ne? Gar kein Problem. Keine Zukunft? Naja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und Deponia von Fulox überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein! Ich bin ein Monster! Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Ordentliches gelernt? Und zwar, macht jemand nicht für alles verantwortlich hier bei McChronicle. Das ist bestimmt nicht die Lösung, die wir jetzt hier anstreben werden. Tja, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wäre vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht, ihr habt so recht. Oh, nicht weinen. McChronicle? Ich komme zurück! Nach Hause! McChronicle? Wo bist du hin? Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Er tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. Kann das sein, dass ihr beide ein bisschen gleichgültig seid? Irgendwie schon. Wir haben es geschafft! Was haben wir geschafft? McChronicle wird niemals in Kuwak eintreffen. Die Zukunft ist wiederhergestellt. Bist du dir sicher, dass wir nichts übersehen haben? Na ja gut, es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Aber ich wüsste nicht, was jetzt noch groß Elefanten gehen sollte. Hoffen wir, dass du recht behältst. Stimmt, er wird nie in Kuwak eintreffen. Das heißt, es wird nie dazu kommen, dass wir irgendwie die Zeit zurückstellen. Und es wird nie dazu kommen, dass wir auf Elysium waren. Und es wird eigentlich nie dazu kommen, dass wir Fulox gebastelt haben. Eigentlich. Aber auch nur eigentlich. So, also da steht es gut. Im Straßengraben der Geschichte. Ja, er kann sehr gut parken. So, was haben wir davor noch? Die Kurbel. Können wir die machen? Das wäre jetzt kein guter Zeitpunkt. Ohne McChronicles Ankunft müsste der Kreis durchbrochen sein. Vielleicht haben wir endlich wieder eine Zukunft. Die Frage ist, wer oder was dann hier auf Deponia ankommt. Das finde ich ganz interessant. Schauen wir uns das mal an. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert hat. Sonst wären die beiden Kollegen da nicht da. Aha, da seid ihr ja. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles erledigt.
Wer bist du? Puffnax, er hat uns gesehen. Keine Panik, wir sind auch Zeitreisende. Ich hatte euer Timepod geklaut und damit die Zukunft ausgelöscht. Wie bitte? Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Haha, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Fuelocks. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Stimmt auffallen. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur, Schnuffofo. Was sind Fuelocks? Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen wir nicht heißen. Nur wegen 8 Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Fuelocks genannt. Aber in der nächsten Auflage, hoho, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen sie euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Hey, macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Montgolfiere gearbeitet und... Was ist denn hier los? Okay. Keiner bewegt sich von der Stelle. Ich bin deponianischer Staatsbürger und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja, warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Shinshuma-Klux dabei, der uns befähigt, eure Shinshumas zu verunungeln. Was? Niemand verunungelt meine Shinshumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay, es ist das, was ihr denkt. Boah, Goal ist voll schlau. Habe. Hast du? Ich dachte gerade an ein Ocelot. Ocelots sind voll bescheuert. Ja. Ruhe jetzt! Wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behagt, umso besser. Es kann sowieso nur einer verunungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Goal zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber! Nicht du! Die Rede ist von der anderen Goal, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox-Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist... Halt machen. Was? Moment mal. Was dachtet ihr denn? Finde ich ein bisschen kühl. Nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also, ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Och nö, alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Gold kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus. Während Kugu noch nach einer passenden Sicherung sucht. Kugu, auch ein cooler Name, ne? Die Frage ist halt, wer was wie wo an welcher Stelle tun wird. Das ist noch ein bisschen interessant. So, Rufus, anderer Rufus. Ah, wir sind dieser Rufus und das ist der andere Rufus. Ein gut aussehender Bursche. Alle Wetter. Ein Jammer, dass er so früh sterben muss. Werden muss. Ich finde, du solltest dich kalt machen lassen. Ach, meinetwegen. Da musst du den ganzen Scheiß nochmal durchmachen, um dich am Ende doch wieder in den Tod zu stürzen. Ha, lass uns Streichhölzer ziehen. Hast du Streichhölzer? Meine hat Toni einkassiert. Meine auch. Wow. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben so viel gemeinsam, ey. Okay, ich hab's. Ich denke an eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn deine kleiner ist, lässt du dich kalt machen. Ist sie größer, machst du alles nochmal. Okay, bereit? 8. Verdammt, die hatte ich auch. Liegt vielleicht daran, dass ihr in dem Moment ans Gleiche denkt. So, Goal. Wir kommen wahrscheinlich auch nirgendwo großartig hin. Wir können da was mitnehmen. Hey, was soll das? Du Trottel hast das Shinshuma-Klux umgeworfen. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Verstanden? Was, ich darf nix faxen? So, was tut er in dem Moment? Kann ich den anderen irgendwie noch in den Po treten? Der schubst dich nur rum, Kugo. Das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ach, ich bin das gewohnt. Du kannst dir vorstellen, wie es mir mit diesem Namen auf dem Schulhof erging. Kugo frisst Xunugo. Kugo frisst Xunugo. Was auch immer Xunugo ist. Ach, Kinder können so grausam ja, sein. Ja, Tatsache. Ganz schlimm. Nicht nur Kinder. Der schubst dich nur. Okay, da kommt das hier wieder. Blablabla. Jetzt hat das wieder aufgebaut. Okay. So, das ist so der Moment, in dem du versuchst, dich zu muten, weil du niesen musst und dann doch nicht niesen musst. Yay!
Es ist super. Shinshuma-Kluster, können wir irgendwie umwerfen. Mit Tak können wir doch vielleicht noch reden. Ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und ganz bestimmt Rufus. Hey, was sollen diese dämlichen Grimassen? Hör damit auf, bevor mir noch versehentlich der Vorderhuf ausrutscht. Noch ein Versuch. Hey, hör damit. Okay, dann machen wir einfach erstmal den hier. Und dann können wir noch ganz kurz hier mal mit Tak. Hey, Tak, verstehst du mich? Klar und deutlich. So sieht er aus, gell? So klar, wie gerade seine Birne ist. Dann hat sich das Training ja gelohnt. Was? Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Ganz bestimmt. Denkt sich Rufus nicht aus, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht doch, du beschämst mich. Immer dieser schöne Hall im Hintergrund. Sir, recht vollkommen. Ja, Sir. Gut, dann machen wir bei dir. Komm mal zu Potter. Plan. Ja, der wäre. Hat du eine Idee? Du musst Hilfe holen, um Piano überwältigen. Kommst du? Hilfe holen, Utopianer überwältigen. Ich bin dafür, dass wir die Utopianer überwältigen. Du musst die Utopianer überwältigen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Super, das ist beruhigend. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal, oder? Du schaffst das, Tak. Ganz bestimmt. Wir glauben an dich. Wir alle glauben an dich. Warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. 3, 2, 1, jetzt. Okay, auf mein Kommando. Und los. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht, lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tak. Ja, ist gut so. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ja, mal, Leute, macht doch mal weiter hier. Los! Mach mal los hier. Abbruch, Abbruch! Warum? Ich habe keine freie Schusslinie. Was? Hast du das nicht? Okay, ich kümmere mich darum. Freie Schusslinie. Wie, was, wo, wer, wie, warte was, warum? Einfach auf das Signal. Ihr redet alle ich so langsam. Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. Das ist genau die Geste, die man in dem Moment tun sollte. Ja, genau. So. Passt. Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Ha! Jetzt steht wieder alles. Und? Habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Das würde ich sagen, entscheiden wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi.